So, wir fahren seit einigen Tagen durch das Departement Drôme, das zur Region Rhône-Alpes bzw. Auvergne-Rhône-Alpes gehört. Im Westen wird das Departement Drôme durch die Rhône, durch den Fluss Rhône, begrenzt, im Osten durch die Ausläufer der französischen Seealpen. Ein Teil der Seealpen ist das Felsengebiet des Vercors, im Nordosten des Departements. Im Süden laufen die Alpen aus. Es wird flacher. Geprägt ist die Drôme durch landschaftlich geprägt, also durch landschaftlich geprägte Strukturen, Anbau von Aprikosen, Wein, Oliven sind so das klassische Produkt, was hier entsteht. Und im Norden oder in der Mitte der Drôme ist die Hauptstadt des Departements Valence. Im Süden hat der ein oder andere deutsche Tourist auf dem Weg zum Mittelmeer schon mal die Stadt Montélimar passiert oder links, rechts liegen lassen. Montélimar verbindet jeder mit dem Nougat, das da angebaut wird. Namensgeber für das Departement ist der Fluss Drôme, der wie viele weitere kleine Flüsse in die Rhône und weiterführend ins Mittelmeer mündet. Insgesamt stellt sich die Region ausgesprochen sportlich dar und bietet viele Alternativen für Biker, Wassersportler, Wanderer und Segel- bzw. Drachenflieger. Geprägt ist es natürlich eine überwiegend mittelgebirgige Landschaft. Die höchsten Erhebungen gehen so um die 2000, 2500 im östlichen Teil des Departements, aber auch viele Gebirgsaufläufe. Ich nannte das Vercors schon mit um die 1000, 1500 Meter. Viele kurvenreiche Strecken, interessante Felsstraßen. Bekannterweise oder herausnehmen würde ich mal diese Felsenstraße Combe Laval im Nordosten. Aber es gibt eben auch halt sehr abgelegene kleine Departementstraßen oder noch niederwertige, die aber gut asphaltiert sind, mit wenig Autoverkehr, dünn besiedelt. Man trifft hier und da mal, fährt man durch ein Dorf, aber die Verkehrsdichte ist nicht vergleichbar mit Deutschland, sondern deutlich, deutlich geringer. Glücklicherweise nehmen die Autofahrer Rücksicht auf die Motorradfahrer, machen meist auch Platz. Der Motorradfahrer bedankt sich dann, indem er das rechte Knie ausstreckt, und dann weiß auch der Autofahrer, dass der Motorradfahrer davon einen kleinen Vorteil hatte. Die Landschaft, gerade auch der Südteil der Drôme, die sogenannte Drôme Provençale, an der Nordseite des Mont Ventoux, wo die Grenze verläuft, wird geprägt durch Mittelmeerklima. Das Mittelmeer ist geschätzt 70, 80 Kilometer mit der Stadt Marseille im Süden entfernt. Insofern gibt es hier kaum kalte Winter, kaum Schnee. In den Hochlagen natürlich schon, aber in den niederen Lagen überhaupt nicht. Sonst würde es ja auch nicht diese mediterranen Pflanzungen oder Gewächse hier geben. Es ist fahrbar, und wir veranstalten ja bereits im Februar, März die ersten Enduro-Touren im Bereich der Drôme Provençale, im Bereich der Stadt Bouilly-le-Baronnie. Und diese enden dann auch erst wieder Ende November. Wir haben dort ausgesuchte motorradfahrergerechte Herbergen, Hotels etc., die über viel Platz verfügen, leckeres Essen bereiten, Inhaber geführt sind, wo die Chefin die Küche managt und der Patron den restlichen Betrieb leitet. Man hat Kontakt im Rahmen dieser Reisen bei Indurofantus mit Einheimischen an einem Tisch zu sitzen, und auch von Land und Leuten natürlich zu hören. Die Reisen bei Indurofantus sind so konzipiert, dass die Nähe zur einheimischen Bevölkerung gut entstehen kann. Es werden auch kulturelle Punkte mal eingeschoben, wie Olivenproduktion oder ein Besuch eines Weingutes, um mal einen Eindruck zu haben von den örtlichen Produkteuren.